Hallo und willkommen zurück zu Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Ich war noch ein bisschen unterwegs und habe geguckt, ob man diese Zauberquarz, Zauberverhinderungsquarze und Angriffsverhinderungsquarze noch kaufen kann. Und diesen Crescent Mirror habe ich auch bekommen. Den Adamantine Shield konnte ich nicht kaufen. Und den Crescent Mirror habe ich in der einfachen Variante gekauft. Ich könnte ihn auch nochmal etwas verstärken, dass er dann nochmal zusätzlich Zauber und Zauberverteidigung auf plus 9 bringt. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu teuer, wirklich sparsam. Ja, das kennen wir schon alles. Willkommen zurück, Meister Reen. Hallo Sharon. Ich hoffe, dass der plötzliche Schauer dich nicht unvorbereitet getroffen hat. Möchtest du, dass ich dir trockene Sachen bringe? Nein, ich werde es überstehen. Danke für die Warnung heute Morgen. Deshalb konnte ich den schlimmsten Regen vermeiden. Ich bin fasziniert, dass du vorhersehen konntest, dass ein Sturm aufzieht, so früh vorweg. Ach ja, Vorsitzende Irina unternimmt sehr viele Geschäftsreisen. Deshalb bin ich daran gewöhnt, ein Auge aufs Wetter zu haben. Immer auf das Unerwartete vorbereitet zu sein, ist die Hauptverantwortung einer Maid. Also ich kann mir keine zweite Maid vorstellen, die sich selbst einen so hohen Standard, so einen unrealistisch hohen Standard auferlegt. Ich werde dich wissen lassen, wenn das Abendessen bereit ist. Also warte so lange mal in deinem Zimmer. Ich denke, das Essen wird ein bisschen länger vorzubereiten dauern als normalerweise. Ach, wieso? Naja, wir haben ja zwei neue Bewohner im Wohnheim. Und ich dachte, ich könnte da das Abendessen ein wenig ausgefallener gestalten als sonst. Ein Willkommensfest. Oh, das klingt nach einer großartigen Idee. Ich freue mich schon drauf. Kann ich dir diesbezüglich irgendwie helfen? Oh, könntest du? Ich brauche tatsächlich ein paar Zutaten. Deshalb wollte ich gerade raus sie kaufen. Ach, da kann ich doch eben für dich zum Markt gehen. Im Regen. Und da es ja immer noch ordentlich schüttet, kann ich ja am besten jetzt sofort gehen, solange ich ja noch feucht bin. Und mach dir deswegen keine Sorgen, es macht mir wirklich nichts aus. Na okay, wenn du drauf bestehst. Ich wäre glücklich, dein freundliches Angebot anzunehmen. Hier ist eine Liste von allen Utensilien, die ich brauche. Und du solltest auch genau genügend Mira erhalten haben, um die Ausgaben zu decken. Okay, dann bin ich schon bald zurück. Ja, dann pass auf dich auf. Da treffen wir doch bestimmt noch jemand Wichtiges oder so. Ich überlege gerade, die machen das dann nicht nur, um das Spiel in die Länge zu ziehen. Irgendwas Wichtiges für die Story passiert jetzt noch. Oh, der Regen muss aufgehört haben, während ich im Laden war. Und es ist schon ziemlich dunkel draußen geworden. Ich gehe besser mal zurück zum Wohnheim. Oh, hallo. Oh, hallo. Das ist die Radiomoderatorin.
You wouldn't happen to be one of the Class 7 students from Thor's, would you? Du bist nicht zufällig einer der Studenten aus Klasse 7, oder? Out for a little late night shopping, are we? Na, noch so spät einkaufen? Ja, kann man so sagen. Aber woher weißt du, dass ich aus Klasse 7 stamme? You're one of the favorite topics at our radio station, actually. Ach, du bist doch ein wichtiges Gesprächsthema in unserem Radio. There are plenty of people out there who want to know more about Thor's dashing guys and gals in red. Es gibt jede Menge Leute da draußen, die mehr über die vorpreschenden Leute von Thor wissen wollen. Ach, du arbeitest beim Radio? Ich glaube, ich habe dich auch schon mal in der Stadt gesehen, ein paar Mal. Meist früh morgens. Oh, really? Ach, tatsächlich. By the time morning rolls around, I'm usually so out of it. I hope I didn't look like I was about ready to keel over. Wenn der Morgen graut, bin ich meistens schon ziemlich durch. Ich hoffe, ich habe nicht so ausgesehen, als ob ich gerade umfallen würde. Nein, überhaupt nicht. Aber warte mal. Deine Stimme klingt so bekannt. Oh, maybe you know me from the radio? Naja, vielleicht aus dem Radio. Jetzt kommt die Ansage, ne, mit Abendtime. Good evening, everyone. This summer's turning into a real scorcher, isn't it? To beat the heat, we're going to be broadcasting tonight from a park here in Trista. Ring any bells? Warte. Hä? Du bist Misty? Von der Abendtime? Bingo. You must be quite the avid listener, recognizing my voice so easily. Du musst dann wohl ein Stammhörer sein, wenn du meine Stimme so leicht erkennst. Glad to know I've got a faithful fan out there. Freut mich, dass ich einen treuen Fan da draußen habe. Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Misty selbst begegnen würde. Ganz besonders unter diesen Umständen. Ja, ich stelle mal sicher, dass ich Abendtime einschalte. Es hilft mir, mich zu entspannen, während ich lerne. Thanks. Oh, danke. But it sure is serendipitous, you know? Having a chance encounter like this, just after the rains eased up. Also da bin ich mal neugierig, was serendipitous ist. Muss ich doch mal eben nachschlagen. Ach so, ja, das hätte man auch mit weniger Buchstaben ausdrücken können. Das ist ein glücklicher Zufall. Weißt du, dass ich, dass wir uns hier so treffen? Gerade nachdem der Regen aufgehört hat? Ooh, maybe I shouldn't mention this on tonight's show. Vielleicht sollte ich das in der Show heute Abend erwähnen. Na, ich weiß nicht, ob das so ein wirklich eine wesentliche Meldung für eine Radioübertragung ist. Schon ein bisschen seltsam. Ich kenne sie eigentlich nur aus der Abendtime, aber sie scheint von Angesicht zu Angesicht genauso nett zu sein. Is something the matter? Gibt's noch was? You're staring at me so intently. I feel a little embarrassed. Du starrst mich so an, das ist fast ein bisschen peinlich. Ja, tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen seltsam klingt, aber das ist nicht unser erstes Treffen, oder? Wenn ich mich nicht irre, haben wir uns schon mal getroffen. In einem Hotel in Heimdall. Ach. Wow, I can't believe it. Wow, ich kann's gar nicht glauben.
I never figured anyone would actually catch on. Ich hätte nie damit gerechnet, dass da jemand drauf kommt. Also bist du sie wirklich? Die Azur Diva. Vita Clotilde. Ja, da hätte man drauf kommen können, dass Vita Clotilde ein Künstlername ist. Und Misty ist natürlich ihr richtiger Name. Right you are once again. Ja, wieder mal genau ins Schwarze. Honestly, even the people I work with at the radio station don't seem to have noticed, so I'm surprised you could tell. Aber ehrlich gesagt, selbst die Leute, mit denen ich im Radio zusammenarbeite, haben das nicht bemerkt. Deshalb bin ich sehr überrascht, dass du das bemerkt hast. Ja, da sind wir schon zwei. Ich wollte erst eigentlich gar nichts sagen, weil das so unwahrscheinlich ist. Aber wenn es dich nicht stört, würde ich gerne fragen, wie ein Star wie du auf einmal in Radio Trista arbeitet. Also, na, ich sag mal nichts. It's just a little something I do for fun on the side. Gotta spice life up a bit, right? Na, es ist nur ein bisschen, was ich für den Spaß an der Freude mache. Das würzt das Leben ein wenig. The best part is, the people at the Opera House in Heimdall have no idea I come here to do my show every week. Und das Beste daran ist, dass die Leute an der Oper in Heimdall überhaupt keine Ahnung haben, dass ich hier jede Woche meine Show abziehe. Also Show abziehen, also meine Show übertrage. So don't go telling anyone, okay? It'll be our secret. Also sag's bitte niemandem, ja? Es soll unser Geheimnis bleiben. Ja, natürlich. Ich würde nicht mal davon träumen. Jetzt muss ich es doch mal sagen, mit diesem Geheimnis und so weiter. Der Name Misty klingt ja auch schon so ein bisschen mysteriös. Ne? Also nicht, dass unsere Misty hier auch noch eine Bracerin ist. Ich bin verblüfft, dass es niemand sonst herausgefunden hat. Es ist ja nicht so, dass du deine Stimme verstellst, wenn du auf dem Radio bist oder im Radio bist. Well, there's a little trick to it. Na, es gibt da einen kleinen Trick. You're not the only one who was surprised, though. Aber du bist nicht der Einzige, der überrascht war. I had this feeling I'd seen you before, but I couldn't put my finger on where. Ich hatte das Gefühl, dass ich dich schon einmal zuvor gesehen habe, aber ich wusste nicht wo. But it's you, isn't it? Aber du bist es, oder nicht? Anyway, I have to get over to the studio now. Egal, ich muss jetzt jedenfalls rüber ins Studio. Oh, and be sure to tune in to tonight's Abendtime. It'll be a fun one, promise. Und sieh zu, dass du heute Abend wieder Abendtime einschaltest. Es wird eine spaßige Sendung, versprochen. Ja, werde ich bestimmt nicht verpassen. Es sei denn, jemand braucht noch irgendwie Salz oder eine Katze ist entlaufen oder es gibt noch was zu angeln. And give my regards to those two, would you? Und bestell den beiden bitte schöne Grüße, oder? Machst du das? Den beiden? Wen? Crow und Million? Sie riecht nach Lavendel. Der Duft steht ihr. Also leitet Vita oder moderiert Vita Clotilde selbst eine Radioshow in Tristra. Selbst wenn ich anderen Leuten davon erzählen würde, würden sie mir nie im Leben glauben. Oh, welcome back. Willkommen zurück.
Oh, hallo Emma. Bist du auch gerade zurückgekommen? Yeah, I just returned a short while ago. Ja, ich bin vor kurzem wieder hierher gekommen. Were you out shopping? Warst du einkaufen? Ja, Sharon hat mich gebeten, ein paar Dinge fürs Abendessen zu besorgen. Aber es hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Ja, wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Das heißt, ihr anderen kriegt jetzt 20 Minuten später Essen. Ist doch nicht schlimm, ne? Wait, do I smell lavender on you? Warte mal, riechst du etwa nach Lavendel? This is perfume, isn't it? How did it get onto you? Ist die kleine Emma da ein bisschen eifersüchtig? Das ist doch Parfum, oder? Wie ist es zu dir gelangt? Ach ja, ich muss irgendwo diesen Duft aufgeschnappt haben oder angezogen haben. Sie ist mir ziemlich nahe gekommen. Das ist die einzige Sache, was mir dazu einfällt. Reen, I can only hope the reason you ended up taking longer than expected isn't because you were... Ich kann nur hoffen, dass der Grund, warum du ein wenig länger brauchtest als erwartet, nicht ist, weil du eventuell... Nein, 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 Moment mal. Also da hast du völlig die falsche Idee, Emma. Ich bin einfach nur mit jemandem zusammengestoßen, den ich kenne, als ich da draußen war. Mehr nicht. Nichts Skandalöses. Nichts, weswegen ich mich schämen müsste. I never said it was. Though you do seem strangely defensive for a man who has nothing to hide. Ja, ich habe dich auch nie behauptet. Allerdings scheinst du ein bisschen überdefensiv zu sein für einen Mann, der nichts zu verbergen hat. Ich frage mich wohl, was passierte, wenn Alisa und die anderen Mädchen davon Wind bekämen. Ich schwöre, ich bin nur mit jemandem zusammengestoßen, den ich kenne, nachdem ich den Laden verlassen habe. Nichts sonst. Du, willst mich, glaube ich, nur foltern oder sowas, also jetzt hier über die Kohlen laufen lassen oder ein bisschen aufziehen. Also ich denke, dass Emma einfach nur ein Späßchen mit ihm machen will. Oh, Master Reen, I see you've returned. Hallo, Meister Reen. Ich sehe, wie ich sehe, bist du zurückgekehrt. Were you able to get everything I asked for? Hast du alle Sachen bekommen? Ja, natürlich. Ich bring's sofort vorbei. Lavendel. Nein, das kann's nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, danach hilft Reen Sharon noch beim Kochen. Wenn ich aber so an Reens Kochkünste denke, dann wird es höchstens Gemüse schneiden oder sowas gewesen sein. Ja, und als das Abendessen bereit war, haben sich alle zusammengefunden und genossen ein außergewöhnliches Mahl zur Feier des Tages für den Einzug von Crow und Milium. Warum muss ich das jetzt nochmal lesen? Ist das so wichtig? Also, die
westzemorianische Handelskonferenz ist nur noch eine Woche entfernt. Ein Gebäude der Größe ist genau das, was man von einer Wirtschaftsmetropole wie Crossbell erwartet. Ah, es ist eine große Welt da draußen. Ja, aber wir haben jetzt Milium und Crow als Klassenkameraden. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das kommen sehen? Crow ist direkt offen auf uns zugegangen. Aber so ist halt Crow. Und Milium wurde, ja, oder wurde uns vertrauter, als ich dachte, dass sie es würde. Und sie konnten beide Kampflinks mit uns direkt vom ersten Tag an vollziehen. Ich hatte erst meine Bedenken, wie sie sich in die Klasse einfinden würden. Aber vielleicht habe ich mir grundlos Sorgen gemacht. Good evening. I'm your host, Misty. It's August 18th and we're winding down a busy day here at 9 p.m. I'm here to give you all the cool you need to beat this summer heat. Ha, sieht so aus, als bin ich nicht zu spät dran, noch die Abendtime zu hören. Seems like those hot summer days keep coming with no end in sight, doesn't it? But even this heat can't stop the momentum behind the Wessemuria Trade Conference being held in Crossbell later this month. Prince Olivert and Chancellor Osborne will be in attendance for this watershed moment in international business. Ja, ich möchte Ihre Stimme halt nur für was Wichtiges unterbrechen. Prinz Olivert und Kanzler Osborne werden dort sein. Und in Zusammenhang mit dem Anschlagsziel der Terrororganisation, der Volksfront Judäa, nein, ich weiß es gar nicht mehr, wie sie heißt, könnte das also tatsächlich der Grund sein, warum die Schienenkanonen überhaupt abgefeuert werden, um den Kanzler dort zu treffen. Aber würde jemand das so Verrücktes tun, weil er ein Ziel hat, würde er dann so viele anderen Menschenleben gleichzeitig mitopfern? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also nee, dass jemand, der so auf dieser Handelskonferenz so große Kanonen abfeuert und dann noch so viel Zivilbevölkerung mit sterben lassen will, der kann es nicht nur auf eine einzelne Person abgesehen haben. Aber vielleicht täusche ich mich wie so oft. Personally, I'm more interested in the view from the top of that famous new skyscraper the talks are being held in. In some news closer to home, you all have probably noticed the summer showers we're getting here in Trista. The rain's let up for now, but it's managed to push that nasty nighttime humidity right off the charts. It's nights like these, I wish I could smuggle an ice-cold beer into the studio. Sie will auch Bier trinken. Ist das eine ehemalige Saufkumpanin von Sarah eventuell? And the director is chilling over there, drink in hand, mocking me. But you know what? Forget that guy. Anyway, for all you students out there, your summer vacation's probably wrapping up, so I hope you made the most of it. Genau, der Sommerurlaub geht jetzt vorbei. Die paar Tage, ich glaube 5 Tage, die wir da hatten. Und wir haben hoffentlich das Beste draus gemacht. Wait, I forgot that summer vacation at the military academy is already come and gone. Whoops. Still, it's never too late to do something bold that'll keep your memories of this summer burning bright. Hmm. And what about you, Miss Misty? You're probably asking yourselves. Well, you might want to sit down for this one. Because fate had a romantic rendezvous in store for yours truly just on the way to the studio today.
Und jetzt spricht sie tatsächlich von ihrer Begegnung mit Rian auf dem Weg zum Studio. A tryst with a young man in a park after sunset. Droplets of rain clinging to the grass. I'll treasure the memory forever. Or I would, if I hadn't just made it up on the spot. Chalk it up to a dreamer's poetic license, I guess. Still, maybe one day I'll feel the thrilling rush of a summer love. Gotta keep the fire burning. Warte mal, spricht sie gerade davon, als ich ihr da vorhin über den Weg gelaufen bin? Sie hat eine ziemlich verspielte Persönlichkeit. Allerdings ist das nicht wirklich überraschend. Es ist schon seltsam, dass ich ihr auf der Straße begegnet sind, noch vor wenigen Stunden bin. Anyway, I have to get over to the studio now. Oh, and be sure to tune in to tonight's Aubin time. It'll be a fun one. Promise. And give my regards to those two, would you? Ja, wen meinst du jetzt eigentlich mit diese zwei? Vorhin habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber über wen spricht sie denn? Jetzt wo ich es überlege, wird sie wahrscheinlich nicht Millium und Crow meinen, sondern wen gibt es denn hier in diesem Gebäude, der nicht zu Klasse 7 gehört? Das ist Sharon und das ist Sarah. Ja, und sonst? Gibt es sonst noch jemanden? Ich glaube nicht. Und Sharon und Sarah kennen sich ja auch. Das wissen wir aus Gesprächen. War wieder ein Naturpark. Gideon. Ah. So you've arrived. Ah, da bist du ja. Good to see you, boss. Schön dich zu sehen, Boss. Oh, you're awfully early. Oh, du bist aber früh da. Well met, Comrade V. Comrade S. Schön euch zu sehen, Kamerad V. Kameradin S. I see that you finished all your preparations as well. Wie ich sehe, habt ihr eure Vorbereitungen ebenfalls abgeschlossen. Smooth as silk. Völlig reibungslos. Although you're the one who'll be taking center stage in our next operation, without a doubt. Allerdings bist du ja derjenige, der die Hauptfigur ist in unserer nächsten Operation, ganz ohne Zweifel. Who'd have thought you'd volunteer to go pound the pavement in Crossbell? Wer hätte da mit gerechnet, dass du dich freiwillig meldest, Pound the Pavement, sagt mir jetzt gerade nichts, nach Crossbill zu gehen. The Red Constellation are gonna be there. I still think I'm the prime choice for this one. Die Rote Konstellation wird dort sein. Ich denke immer noch, dass ich die erste Wahl dafür gewesen wäre. Rote Konstellation war, glaube ich, eine Jägerorganisation, quasi die Gegenspieler von C4, oder? I disagree. As I can no longer rely on the power of the flute, it makes the most sense for me to go. Ich möchte da widersprechen. Da ich nicht länger auf die Kräfte der Flöte verfüge, über die Kräfte der Flöte verfüge, ist es am sinnvollsten, wenn ich dorthin gehe. Especially when you consider the very real possibility that we may have to accept a necessary sacrifice for the greater good. Insbesondere, wenn du bedenkst, dass es eine durchaus wahrscheinliche Möglichkeit gibt, dass wir ein Opfer bringen müssen für das große Ganze. That is the best way for us to achieve what we desire. Auf diese Art und Weise können wir am ehesten das erlangen, was wir begehren. You're serious? Meinst du das im Ernst? You really are too morose for your own good. Ach, okay, das muss ich jetzt doch nochmal nachgucken. Morose. Ich kenne nur Morin.
Mürrisch, griesgrämig. Also, du bist einfach zu mürrisch. Oder mürrischer, als es dir gut täte. I could say the same of both of you. Genau das gleiche könnte ich auch über euch beide sagen. Why else would you have willingly plunged yourselves into a struggle like this to begin with? Warum auch sonst hättet ihr euch selbst in einen Konflikt wie diesen hier gestürzt? I suppose you're right. Ja, da hast du wohl recht. You got us there. Hast uns erwischt. I see you've all gathered. Wie ich sehe, habt ihr euch alle versammelt. Comrade C. Kamerad C. Fashionably late, but worth the wait. Wie immer zu spät, aber es ist das Warten wert. That makes it a full house. Warum ist das ein Full House, wenn wir jetzt zu viert da sind? Okay, auf jeden Fall sind wir dann jetzt alle beisammen. I appreciate your gathering, comrades. Ich freue mich, dass ihr alle erschienen seid, Kameraden. The wheels have been set in motion. There is no place for hesitation, no time for looking back. Die Räder wurden in Bewegung gesetzt. Es gibt jetzt... Es darf jetzt nicht mehr gezögert werden und es ist jetzt nicht die Zeit, zurückzublicken. We seek only results. Jetzt zählen nur noch Resultate. I couldn't agree more. Ich könnte nicht stärker zustimmen. No objections here either. Keine Einwände. Goes without saying. Alles klar. That said, I will ask you but once. Nun, wo dieses gesagt ist, werde ich euch nur einmal fragen. Comrade G. Are you certain this is the path you would walk? Kamerad G, bist du sicher, dass das der Pfad ist, den du beschreiten möchtest? My heart itself beats with the ideals of the Liberation Front. Mein ganzes Herz schlägt nur für die Ideale der Befreiungsfront. If my life should see its end in Crossbell, so be. Wenn mein Leben in Crossbell enden soll, dann sei es so. Ja, das heißt doch wirklich, die wissen, die wollen die Schienenkanonen abfeuern, sie wissen, es werden ganz, ganz viele Leute sterben, weil sonst, sonst könnte er nicht so sicher sein, dass er dann auch dabei drauf geht. That tyrant must be stopped from creating the vile dystopia he seeks. Der Tyrann, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Gideon, der Tyrann muss auf jeden Fall aufgehalten werden. Er darf nicht diese grauenhafte Dystopie errichten. Und da spielen die Kosten, die es, also das, was es kostet, um es zu verhindern, spielt da keine Rolle. If through our efforts we or anyone anywhere succeeds in that aim, we will have our victory. Wenn durch unsere Anstrengungen entweder wir oder sonst jemand irgendwo in diesem Ziel erfolgreich ist, dann haben wir gesiegt. Very well. Nun gut. May the goddess or perhaps powers less fair attend you. Möge die Göttin oder vielleicht Kräfte oder vielleicht nicht ganz so schöne Kräfte dir beistehen. When this is over and our victory won, let us toast our success together. Wenn das hier vorbei ist und wir den Sieg errungen haben, dann werden wir gemeinsam anstoßen. In the Imperial Capital. In der Hauptstadt des Kaiserreiches. Indeed. In der Tat. Also ich kann Gideon voll verstehen. Farewell, my comrades. Leb wohl, meine Kameraden. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass er das Gute will. Er meint, dass der Tyrann absolut bösartig ist. Ein falsches Ziel verfolgt, was alle in den Untergang stürzen wird. Und deshalb sieht er sich quasi gezwungen zu handeln.
Jetzt ist halt die Frage, hat er alle Informationen oder unterliegt da einem Wahn, dass er halt glaubt, dass er Gutes tut? Oder vielleicht ist er auch wirklich so, gehört er ja zu den Guten, das wissen wir ja alles gar nicht. Naja, und wenn man dann halt erkannt hat, was getan werden muss, dass man also meint, es gibt nur einen richtigen Weg und dazu gehört eben auch, nach allem Abwägen, dass man sich selbst für eine große Sache opfert, da gehört schon was dazu. He doesn't know how to express how he feels, but I understand. Wahrscheinlich sieht sich Gideon so als eine Art Graf von Stauffenberg oder so. Er weiß seine Gefühle nicht auszudrücken, aber er versteht. Aber ich verstehe. Losing your place in the world for doing what's right. And throwing yourself into the eye of the storm. Den Platz in der Welt zu verlieren, weil man getan hat, was richtig war, und dann sich selbst ins Auge des Sturms zu werfen. Das heißt, Gideon hat etwas gemacht und dadurch wurde er verstoßen. It ain't something I could do. Ich wäre dazu nicht in der Lage. Different paths brought each of us here, but the road we travel now is the same. Die Pfade, die uns hier zusammengeführt haben, sind unterschiedlich, aber die Straße, die wir nun bereisen, ist die gleiche. Let us depart, Comrade S, Comrade V. Gehen wir, Kamerad S, Kamerad V. We each have our own part to play in what is to come. Wir alle haben unseren eigenen Teil in dem Spiel, was jetzt bevorsteht. Of course. Natürlich. Just leave it to us. Überlass das einfach uns. Das ist wieder sein Black Hawk. Ja, genau, praktische Prüfung. Alles klar. Es ist an der Zeit für die aufregende praktische Prüfung in diesem Monat. Seid ihr alle bereit? Bereit, wie man nur sein kann. Allzeit bereit. Da ich jetzt wieder der ersten Jagdstufe angehöre, wurde ich nicht sonderlich gefordert. Aber ich denke, mit meinem Glück ist es ab jetzt vorbei. Und ich kann diesen heutigen Tag auch nicht schwänzen, weil ich sonst meinen Abschluss nicht bekomme. Du willst schon irgendwann mal deinen Abschluss machen, oder? In der Klasse schläfst du doch mehr, als du wach bist. Also könntest du doch zumindest ein wenig Ehrgeiz bei den praktischen Prüfungen entwickeln. Ja, ich weiß ja. Ah, jetzt kommt der Teil, wo wir diese Teile besiegen, die so aussehen wie Lemmy, richtig? Ich kann schon gar nicht abwarten, mich da einzumischen. Können wir jetzt loslegen? Können wir bitte? Hm? Würdest du vielleicht ein wenig versuchen,
deine hyperaktiven Ausbrüche etwas zu zügeln. Das ist doch faszinierend, wie sehr unsere beiden neuen Klassenkameraden die Dinge hier aufmischen. Ich schätze, ich könnte euch alle die Kampfhülse bekämpfen lassen. Aber da wir jetzt zwei neue Herausforderer haben diesen Monat, wie wäre es denn, wenn wir es ein wenig anders gestalten? Ein wenig anders? Ich frage mich, was sie jetzt wieder ausgeheckt hat. Ja, eine gute Ausbilderin muss euch im Unklaren lassen. Und mittlerweile solltet ihr ja wirklich auf alles vorbereitet sein. Also, Reen, Crow, Milium. Es war so klar, dass wenn Crow und Milium neu sind, wir die natürlich jetzt hier auch aufs Auge gedrückt bekommen. Jawohl, Ausbilderin. Klar. Bin da. Ihr seid das erste Team. Was? Moment mal, aber jetzt sind wir nur zu dritt. Das ist ein bisschen wenig. Also, dass Crow und Milium in meinem Team sind, damit habe ich ja gerechnet, aber dass wir jetzt nur zu dritt sind. Der Rest von euch wird sich in zwei Gruppen aufteilen. Und zwar alles Mädchen und alles Jungs. Also das heißt, Fie, Emma, Laura und Alisa. Und Elliot, Gaius, Marias und Jusis. Moment mal, wir sind doch, wir waren früher 9, jetzt sind wir 11, 3. Ne, habe ich mich irgendwo verzählt. Ne, 4 und 4, genau. 4 Mädels, 4 Jungs. Emmas Team wird das Team Klassensprecherin sein und Machias, dein Team ist das Team stellvertretender Klassensprecher. Und Reens Team wird einfach sein Team egal. Jedes Team wird gegen jedes andere Team antreten. In einer Serie von Trainingskämpfen oder Scheinkämpfen, besser gesagt. Das sind die dämlichsten Teamnamen, die ich jemals gehört habe. Dem stimme ich dir zu, Machias. Ich glaube, wir können doch noch Freunde werden. Ja, ich kann jetzt nicht ganz widersprechen, aber ich glaube, die Namen sind hier nicht das größte Problem. Eine ziemlich interessante Aufteilung. Ja, vor allen Dingen, was mir jetzt auffällt, ich habe gar keinen Magier dabei. Also mit Milium bin ich ja hochzufrieden. Aber statt Crow... Ja, wen hätte ich denn dabei haben wollen? Na, Crow ist so ein Universal-Talent, der ist ja für alles zu gebrauchen. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass er dabei ist. Hey, warte mal. Jetzt fällt ihm auf, dass er nur zu dritt ist. Warum sind wir drei in einem ganz anderen Team? Und warum sind wir einer weniger? Na, nach meiner Schätzung sind alle drei Teams ungefähr gleich stark. Sowohl die Mädchen als auch die Jungs sind gut ausbalanciert. Jetzt muss ich mal gucken. Also Emma und Elliot sind vergleichbar. Gaius und Laura ist das Pendant. Ja, Fie und Machias, da habe ich halt lieber Fie an Bord. Und Jusis und Alisa, ja, kann man so und so sehen. Da finde ich halt die Spezialeffekte
von Fee und Alisa finde ich ein bisschen besser als... Ach, ja, kommt immer auf die Situation an. Aber ich finde das Mädchenteam ein paar Prozent stärker. Naja, und obwohl in Reens Team weniger Mitglieder sind, hat Crow dennoch sehr viel Kampferfahrung. Und Milium hat ja Air Gatlin. Und deshalb denke ich, das gleicht euren Ein-Mann weniger Nachteil aus. Oder glaubt ihr nicht? Naja, Milium hat Air Gatlin, aber Milium schlägt ja auch selber nie zu, ne? Ich verstehe. Es ergibt alles einen Sinn. Naja, zumindest sind diese Teamaufteilungen weniger sinnlos, als ich es von den Explosionen erwartet oder gewohnt bin. Allerdings ist der Teil, wo eine bestimmte Person immer den kürzesten Strohhalm zieht, doch immer wieder präsent. Also sie spielt halt auf Rien an, dass der halt immer das Pech hat, sozusagen. Oh, wen meinst du? Vor allen Dingen, sie guckt ihn ja auch gerade so an. Lisa guckt Rien gerade so an. Ja, ich frage mich auch, welcher arme Tropf ständig das Pech-Team erwischt. Gut, gut. Ich spiele halt mit der Hand, die mir ausgeteilt wurde. Oh, ich mag das. Ja, dann kümmern wir uns mal ums Geschäftliche, oder? Also, zunächst kämpfen Team Egal gegen Team stellvertretender Klassensprecher. Okay. Auf die Plätze, alle zusammen. Okay. Vor der Aufnahme überlege ich mir immer, was denn wohl so, wie weit ich so kommen werde in den rund 45 Minuten. Und da kam ich dann drauf, ja, machen wir Abendtime und dann den Prüfungskampf. Jetzt haben wir aber den Prüfungskampf noch gar nicht angefangen und sind schon 50 Minuten um. Das heißt, ich muss euch dann auf morgen vertrösten, wenn wir die anderen beiden Teams niedermetzeln werden. Und ich muss ja hier auch in Ruhe, glaube ich, noch ein paar Quarze und so verteilen. Muss ich mal gucken, was ich denn überhaupt brauche. Zum Glück sind das ja drei Leute, die schon ausgerüstet sind, aber vielleicht mache ich noch ein bisschen Feintuning. Gut, also bis morgen dann. Tschüss.